So Leute, herzlich willkommen. Komischerweise fange ich immer wieder an derselben Stelle an. Dieses Mal werden wir, wie in der letzten Folge schon besprochen, zu dem komischen Diner, Chinesen, Asiaten, Fischladen, was auch immer, da uns durchkämpfen, um diesen weiblichen Conduit-Scharfschützen mal festzunehmen. Oh, ein Fernsehen. Wir können Fernsehen. Okay. So. Blöderweise hat der Typ keinen Sprintmodus. Ach, wie schön. Hallo Jungs. Ah, gibt's da eine Scherbe? Ist aber cool, gibt mir eine Scherbe her, Bastard. Alter. Jo, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Oh. Alter. Ein Ansturm, Ansturm. Fall um. Geh doch. Bleibt fort von mir, bleibt fort. Was will ich denn mit euch? Nichts will ich. Was will ich von euch? Nichts will ich. Hey. Okay. Gib mir Das diese fühlt sich Scherbe. gut an. Dankeschön. Bitteschön. So. Leichter Frosch im Hals. Gut. Also können wir schön lange laufen, da, wie gesagt, kein Sprintmodus für ihn existiert, nur das. Blöderweise bleibt mal kurz stehen. Dadurch verzögert sich es eigentlich schon wieder. Was irgendwie auch nicht im Sinn des Erfinders ist, bei so einem Rauchsprint, wie sie es ja nennt. So. Flüchtet, ihr Hunde! Bob. Ciao. Ja, muss sagen, so arg schwer ist das Spiel gar nicht, falls ihr es auch mal spielen wolltet. Einfach holen und genießen. Großartig lernen müsst ihr dabei nichts. Oh, bleibt mir fort. So. Da muss ich hin. Da muss ich irgendwie hoch. Gibt es hier einen Rauchtunnel? Oder wie auch immer man das nennt. Erstmal heilen wir den armen Passanten, der sonst alles was abbekommen hat. Von wem auch immer. Ich war es definitiv nicht. So. Da fangen die Mission an. Jagd auf Fetch. Schöner Name. Fetch. 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 Muss ich da hinten hin. Alles klar. Puh. Ah, okay. Das war Z-Shack. Hey, Mister, da scheint Ihre Petition. Nein. Fetch Walker. Enten, wow, beeindruckende Alter. Selbstbeherrschung. Aber vielleicht wartest du lieber am Neon-Schild, ja? Das wäre etwas Wow. unauffälliger. Außerdem Wow. kommt sie bestimmt zum Nachladen. Alter, ein kleiner Bastard. Ja, und da oben sind wahrscheinlich weniger Leute, die ich gern vermöbeln würde. Wow. Das auch. So, hab ich sie. Greifen die mich da voll an, ne? Ich glaube, es geht ab. Was habe ich denen denn getan? Nichts habe ich denen getan. Okay, ich brauche ein Hi, Versteck. Fetch. Fetch Walker, also so wie ich gerade gelesen habe. Okay, verstecken. das ist gut. Überwachung auf Überwachung Pennerort. auf Pennerort, ja. Das können wir, das können wir. Da sind wir stark drin. Da sind wir die Helden. Die Helden vom Erdbeerfelde sind wir da. Niemand kann uns da was vormachen. Oh Mann, riecht das gut. Ach, warum habe ich denn Mann, wieder riecht keine das Kohle gut. Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, Da liebes ist er, die Geld. Kleine. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Ist ganz schön dreckig, Mädel. Und der Überfall im Dunkeln. Ja, zapf dir die Kräfte ab. Ah, komm schon. Schnapp sie dir. Power of Love. Nee, Power of Love. Ja, könnte ich nur singen, wäre das schon gut. Das ist schön. Alles klar. Nicht geschwind. Ach, nicht schon wieder. Aber war das doch klar, Menschenskinder. Genau wie Jod. letztes Mal, Delzin. Konzentrier dich. Genau, Concentration ist alles, du Oh, nein, nein, Babsack. nein, nein, nein. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Uah. Sprint, okay, das war's schon, ne? Ausdauer am Ende, oder was? Hua. Mal kurz im Vorbeirennen, lalala. Bleib du schön da, Mädel. Du entkommst mir nicht. Du kannst Wände hochlaufen. Das will ich auch. Das will ich auch. Yeah. Wie abgefahren ist das denn? Toll, wo ist er? Komm schon, Die alte Nudel. Gib Gas.
Ja, Warnung, Fetch entkommt. Sag mal, bei dir noch alles ganz frisch oder was? Schießt die mir voll so einen Strahl auf die Fresse. Ich krieg dich noch, ich falle. Okay, sie ist auch gefallen. Schön. Bleib mir fort. Zack. Kannst immer nur hoffen, dass die Kraft nicht irgendwie schwindet, wenn du gerade so ganz feucht fröhlich, Alter. Alter, sei mal nicht so aggressiv, Mädel, das steht dir überhaupt nicht. Bei manchen Mädels ist es vielleicht eher rödig, wenn sie aggressiv sind, aber dir bestimmt nicht. Sieht eh schon aus wie so ein Hardcore-Schläger. Ho, ho, ho. Ja. Ja, die Kraft ist gar nicht so schlecht, ey. Das macht richtig Fun. Juhu, yep. Ich muss beenden, ich hab dich. Ja, scheiße, doch nicht. Der Blitz. Nicht mich, der Flash. Wenn es nur länger durchhalten wird hier, so wie die. Alter. Da, da, wir sind draufkloppen. Komm schon, schlag der Kleinen die Zähne aus. Ja. Nur damit ihr nicht denkt, ich würde das Ganze befürworten, Frauen zu schlagen. In diesem Fall kann man das selber machen. Kann man ja mal eine Ausnahme machen, oder? So. Habe ich dich. Jawohl. Habe ich die doch nicht. Batz. Da liegt er nun. Hey Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich. Die Lagen von der Jacke. Ja, genau. Baf. Prügel mich doch da rum. Jawohl. Na, saug dir ein bisschen Power aus. Alter, 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 alter. Deckung. Ich brauche auch ein bisschen Energie. Ich brauche Energie. Gib mir Energie. Ja. Entziehen Sie Neonschilder, Energie und Fetch zu schwächen. Das ist eine interessante Information. Gut, dass man da immer so extrem drauf hingewiesen wird. Man fährt es im Endeffekt erst, wenn man das erste Mal Energie braucht. Blöderweise verbraucht. Blöderweise kann ich nicht schießen und der Sprint verbraucht einfach keine Energie. Das ist natürlich richtig scheiße. Autsch. Autsch. Gib mir Power, gib mir Macht. Dann wird sie gleich umgebracht. Ich bin heute so im Reim-Modus hier. Also ich bin einfach der geborene Rapper. Eindeutig. Alter. Das war klasse. Miep, miep, miep. No. Roadrunner Style. Ich gehöre nicht zu Augustin. Ich hoffe es noch. Wie oft muss ich noch? Ja, Schnauze. Alter. Lass mich absaugen, du alte Nudel. Ich will nur ein bisschen von deinen Kräften. Sonst nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Da schießt sie rum. Schön ins Leere. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich da hochkomme, weil jetzt ist natürlich alles stockdunkel, Mann. Man sieht eigentlich überhaupt nichts mehr. Da bleiben die Neonschilder, das ist natürlich toll. Ich muss irgendwie da hoch. Da oben habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Licht gesehen. Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. So, aber so nicht, ne? Hier könnte ich vielleicht hoch. Ja, hier komme ich hoch. Das ist gut. Schnell schnapp dir das Neon und noch ein einziges ist da. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt kann ich auf einmal schießen. Jetzt auf einmal. Ich glaube, es geht ab. Alter, wer schießt denn hier auf mich? Schau auf, wenn du aufhörst. Wo bist du dann? Oh, hallo. Hallo, Fetch. Bist du die Fetch? Bist du die Fertige? Die Fertig? Die Fetch? Ja, Alter. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ein Ego-Shooter bin ich ein bisschen besser im Ziel. So, was geht hier? Ah, da war was rot. Ah, da, da läuft's. Lass mich einfach in Ruhe! Lass du mich in Ruhe! Ich hab dir erst gesagt, bleib stehen. Aber du wolltest ja nicht hören. Ja, nicht hören, wenn man's fühlt. So, und da oben. Bah! Gib mir die Chance, jawohl. Wieder zurück. Wer sagt, dass du zurück sollst, verdammte Kacke, Alter? Warum trifft die mich?
irgendwo, wo sie mich nicht treffen kann, damit ich kurz wieder Schnellheilung aktivieren kann. So. Zur Hölle steckst du! Schlimm, ne? Da sprintst du schon nicht so arisch schnell, trotzdem treffe ich nicht. Ich bin doch richtig Binderfisch. So. Kommst du wieder. Alter. Ich lass dich einfach in Ruhe! Noch ein Treffer oder so. Alter. Ja, getroffen. Ja, wahrscheinlich die Kraft abgezapft jetzt. Jetzt kommt der King Mode. Jetzt werden wir zum Boss. Als ich klein war, mutieren wir, dass ich mal zu denen gehören würde. Zum übelsten, meine keine Kräfte Ahnung. Gibt man X-Men welche, die Kräfte abzapfen meine können? Haben mich gemeldet. Ja, der Kleine da, aber der kann sie nur neutralisieren. Ne? Sie wussten, was kann die Regierung nicht mit mir übernehmen würde. Sie taten es trotzdem. Da im Dreier da. Ich wusste Krieg nicht weiter. Und so weiter und so fort da. Im aber großen mein Krieg. Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Das war also der Bruder, Brand. Das waren harte Zeiten auf der Brand Straße. Walker. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Tja. Dann trafen wir die Dealer und... Mann, die gaben uns Stoff. Die Drogen? Die Drogen waren himmlisch. Tja. So ist das. Aber dann wollten wir immer mehr. Teufelszeug. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat, die Drogen, die Dealer, die lassen dich Dinge tun, die... Oh je. Yeah. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Brent. Der arme Brent. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Tja. Am Tag des Unfalls entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Ausgebildet. Brent, das ist natürlich ich verspreche geil. Dir, jedem Dealer, den ich glaube, finde, ich muss mit dem Typen auch mal ins Knast hier und mit ein bisschen trainiert werden. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder. Niemand sonst. Tja. Das ist natürlich cool. So. Aber egal, Hauptsache, ich hab die Kräfte. Oh, guck mal da, Bruderherz. Hallo. Herzchen, alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut. Komm schon. Steh auf. Sehr gut. Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verletzen kann. Ey, nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Sie ermordet Drogen. Ach, immer doch. Nichts anderes beim die kleinen Schistor, sollten wir das so eng sehen, oder? Hallo? Aber ein Schwachsinn. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein, niemals. Hey, ich aber das weiß, ist viel zu eng, der Junge. Krankheit. Nicht Gabe. Eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschau mitnehmen, dem wir begegnen. Alter. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Niemals. Aber die gehört in einen Käfig. Nein. Erlösen Sie Fetch, verleiten Sie Fetch. Fisch erlösen. Aber vielleicht können wir mit der Zamme arbeiten. Ist aber noch stärker. Ich übernehme die Verantwortung für Sie. Ja, weil Verantwortung auch etwas ist, das dir richtig gut liegt. Ich mach das. Ja, genau. Ich mach das. Gut. Ich bin wegen des Stammes hier, nicht für die Jagd auf Bioterroristen. Ich bin ein Conduit. Ja. Er ist cool, er. Ist eigentlich cool, nur. Heute nicht. Ja, heute ausnahmsweise mal nicht, ne? Rein wir. Das ist natürlich, ja. Gut, jetzt sind wir hier, haben ein paar Kräfte und so. 3 Upgrades. Wuhu! Gib mir die Upgrades! Wo sind sie? Hier. Neon entziehen und so weiter. Würde ich sagen, tun wir mal ein bisschen, da wir schon... Ah, das ist echt... Das ist richtig kacke, Leute, ne? Da kannst du noch schön so auf Rauch und so weiter trimmen, ne? Aber jetzt brauchst du wahrscheinlich erstmal ein bisschen Neon, denke ich, also.
Gehen wir mal im Neon entziehen. Nehmen wir mal. Schnelles Entziehen. Oder Neonstrahl, dass er weniger verbraucht. Ich denke erstmal das. Nur noch eine. Nochmal ein bisschen mehr Neon entziehen. So. Wenigstens etwas. Gut. Dann tun wir es gleich in die Tat um. Ein bisschen entziehen. So, schön. Immer mehr Neon. Gib mir die Neonkraft. Neon Power. Weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, toll, wer auch so jemand schon ist? Dann war's das mit dem Gesprinde. Ja, ich weiß, ich Alter. Bin dein Bruder. Ah, und da sind schon wieder welche Backdecke. Weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe, tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst macht. Neon. Und du bist mein Mann, Neon der die Kernwelt beschaffen kann. Ach, guck mal, voll das Laserschwert. Verschickt. Dem Stamm und dir zuliebe. Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Und ich will gar nicht wissen, gefesselt. Bis dann, Mr. Leberwurst. Suchen Sie ja Kernrelais, um neue Kernkräfte, Neonkräfte zu erwecken. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können Sie uns verfolgen. Ich glaube, ich kann die benutzen, um mehr Kräfte zu erwecken. Da hinten ist was. Ich mal gleich mal hin, Herr. Gleich mal hin. Überlassen? Und? Okay. Ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Könntest mir das neue Zeug erklären? Ich habe mein Pensum an dreckigen Liedern für heute erfüllt. Also warum nicht? Ja, das ist mein Mädchen. Fetchy Fetch. Okay, eins von diesen da Dingern kommt ist an so ein scheiß Transport. Am besten normal vorbeirennen, ja, da bemerken sie mich wir nicht. Sehen uns dort. Gut. Mich bemerkt. Jetzt Gas geben! Hohohoho! Das war's schon wieder. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Richtig übelst am Abkacken. Die Ausdauer war auch mal besser, ne? Hab ich ja bessere Ausdauer, vor allem so schnell ist er jetzt nämlich auch nicht, ne? So, vom Unterschied her. Gut, da hinten scheint was zu sein, von wegen Kernrelais. Schweb, schweb. Ein Kernrelais, ein Kernrelais. Das ist hier auf dem Dach. Alter, auf dem Dach zu sein, ne? Hey Fetch, das Ding ist hier. Tatsächlich. Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit-Peilsender. Autsch. Ja, gleich wirst du staunen. Jetzt pass mal auf. Zeig dir mal der Boss, wie das funktioniert. Mach das allein, Dee. Ja, gib mir die Kraft. Jetzt werden wir zum richtigen wahren Monster. Oh ja, aber jetzt kann ich auch noch schön zielen, hö. Jetzt richtig im Scharfschütze. Hey, habt ihr ein Mädchen gesehen? Hab ich die Flügel gestutzt? Gern geschehen! Nein! Nein! Ich sag doch, die Dinger können dich orten. Nein, ich glaube, das war nur eine Patrouille. Kann ich hier nachladen? Nein, hör. Ah, voll das Laserschwert. Eine Neonmarkierung. Ja, gefunden. Folge ihn einfach. Ich bin dein Vater. Oh, okay. Das da hinten schon wieder eins an. Nein, muss ich folgen. Fetch, ich bin gerade über deine Arbeit gestolpert. Kannst du dich vielleicht ein bisschen bremsen? Ich muss was ist denn hier los? Oder vielleicht fütterst du deine Furie mal nicht. Dann verhungert sie und du wirst geselliger. Oder vielleicht kannst du mich mal. Bisschen vorhalten, bisschen Scharfschütze-Style. Alter, wie schnell bist du eigentlich, du Babsack? Hey. Oh, da ist noch einer. Ha! Nett mich, Lucky Luke. Ich bin der glückliche Luke. Ich habe Glück. Naja. Wie man es nimmt. So. Auch ein Vorteil beim Sprinten ist, dass ich eigentlich meine eigene Taschenlampe bin. Ne? Der ist geil. Ja, nimm das, du dreckiger Gifthändler-Abschaum. Du Alter. Hast es verdient. Hey, Smokey, willst du mitmischen? Siehst du, Smokey? Ich habe gerade keine Smoke-Kräfte. Easy peasy. Und neue Power. Ja. So ist das geil. So ist das geil.
Du musst das geben. Okay. Was haben wir jetzt? Bei dir alles klar? Ja, da ist die Blase. Wir brauchen nicht, aber ich nehme sie. Cool. War nicht mal so schlecht. Ich glaube, wenn eine Zeit lang da drin sitzt, aussieht. Du kommst klar. Suche noch eins von diesen Dingern. Ist klar, gucken, wie es so aussieht. Gefesselt! Ist klar, es sind nur ein paar kein Relais. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein!